Ich habe mir auch noch einige der Gedanken gemacht heute. Und ich finde, es ist so, so wichtig, sich mal Gedanken drüber zu machen. Wo kommen wir denn an, wenn wir hier aus diesem Tunnel draußen sind, ja? Wo kommen wir an? Was könnte die Zukunft sein von uns? Was könnte Ja, was könnte die Zukunft sein, wenn wir hier draußen sind, sage ich jetzt mal. Das hört sich ein bisschen übel an, oder? Wenn wir hier draußen sind. Aber es wird der Moment kommen und es wird nicht mehr so sein wie vorher. Das ist ganz, ganz sicher. Wir gehen nicht zurück. Wir gehen in unserem Leben nie zurück. Und ich habe vorher einen ganz interessanten Artikel auch noch gelesen, der hat mich jetzt für dieses Live inspiriert von Matthias Hawkes. Das ist ja der Zukunftsforscher. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich bin ja mal ganz sicher, dass Nummer eins, das hat er auch gesagt, dass Nummer eins online. Wir werden nicht mehr zurückgehen. In diese Pfarrerei, sich zu Meetings treffen. Wir werden mit Sicherheit weiter von zu Hause arbeiten. Wenn du einmal von zu Hause gearbeitet hast, wieso soll man dir das nachher wieder verbieten? Wieso soll das nicht möglich sein? Da werden wir nicht mehr zurückgehen. Es wird mehr von zu Hause gearbeitet werden. Wir werden weiterhin begreifen, dass wir unsere Umwelt so schützen können. Wir werden weiterhin vermeiden, irgendwelche Staus oder Berufsverkehre, Smog, Umweltverschmutzung zu kreieren, wenn es sich verhindern lässt, wenn es online geht, wenn wir Online-Meetings einberaumen können. Jetzt lernen die Leute, damit umzugehen mit diesen ganzen Online-Geschichten. Und das ist für mich wirklich die Zukunft. Und wir werden auch zwischenmenschliche Veränderungen haben. Das hat auch der Matthias Hawkes geschrieben. Wir werden es tatsächlich wieder schätzen, uns treffen zu können. Wir werden es wieder schätzen. Wir werden auf ganz anderen Ebenen, wir werden uns Zeit nehmen. Er hat es so beschrieben, dass es so sein wird, wie wenn du irgendeine Fastenkur machst oder so, dass du nachher das Essen einfach viel mehr genießt. Hat er das als Beispiel genommen, oder? Und das glaube ich auch ganz, ganz fest, dass wir wirklich ausgesuchte, schöne, herzliche Kontakte suchen und dass wir die auch wieder schätzen und dass wir uns wirklich spezifisch Zeit nehmen, Zeit mit Herzensmenschen zu verbringen, ja. Und wir werden da auch selektiver sein und wir werden das wahrscheinlich wirklich ganz, ganz anders schätzen, wenn wir vertraute Nähe haben. Und das kannst du auch nicht verleugnen. Die Angst vor dem Virus oder vor einer Ansteckungsgefahr wird in vielen, vielen Menschen noch ganz, ganz tief drin sein. Ich glaube, es wird eine Zeit brauchen, bis man wieder Unbekannte, sage ich mal, herzlichst umarmt oder mit Küsslein begrüßt. Bei uns in der Schweiz sind es ja nicht mal nur ein Küsslein, zwei, sondern drei Küsse, links, rechts, links, oder? Ich gehe davon aus, dass das lange dauert, oder? Jetzt war es halt so Usus, dass man sich sehr, sehr nahe kam, auch wenn man sich nicht kannte. Man hatte halt mitgemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da in Zukunft vorsichtiger sein wird, weil man auch nicht weiß, hat der Gegenüber Angst oder hat er Angst, Nähe zuzulassen oder körperliche Nähe zuzulassen. Ich meine, wir werden jetzt so programmiert, dass körperliche Nähe Gefahr bedeutet, ja, und das dann plötzlich wieder auszustellen und zu sagen, ja, jetzt ist alles vorbei. Glaube ich tatsächlich nicht, dass das so schnell passieren wird. Aber wir werden trotzdem körperliche Nähe natürlich haben wollen und umso intensiver wird sie wahrscheinlich in dem bekannten Raum sein, in dem Raum, wo man halt
es wird intimer. Also es wird ich denke, es wird wahre Intimität zwischen Menschen entstehen, wo man eben weiß, dich darf ich umarmen, es ist gut, für dich ist es okay, du kennst mich gut genug, ja? Ich glaube, das wird eine ganz andere Ausmaß annehmen, ja? Also für mich persönlich, ich sag's euch, also für mich persönlich ist es kein Thema, aber auch jetzt, wo ich beim Einkaufen war vorgestern, oder wenn ich, wo ich da in den Aufzug reingefahren bin mit meinem Wagen, war da einer, der hatte irgendwie drei Sachen nur auf der Hand und ich habe ihn gefragt, ob ich in den Aufzug mit ihm rein darf, ja, weil ich möchte ja auch keinen beängstigen. Für mich ist es kein Thema. Ich habe da eine andere Ansicht, wie jetzt, sage ich mal, propagiert wird. Ja, aber über das müssen wir jetzt nicht reden. Aber diesen Respekt anderen Menschen gegenüber zu zollen, die sich jetzt fürchten oder Ansteckungsgefahr haben, das werden wir nicht wegbeamen können. Das wird da bleiben. Man wird auf körperlicher Distanz gehen, auch wenn, sage ich mal, wieder ein normales geschäftliches Leben stattfindet, weil das hat sich jetzt so in uns irgendwie reingebrannt, ja, dass man Abstand hält, ja, das kann man nicht einfach so wieder rausnehmen. Das ist das, was ich jetzt auch sehe und was ich halt wirklich noch sehe und wo ich auch nochmal hier Inputs geben wollte. Jedes Business hat Online-Potenzial. Jedes Business, jedes noch so kleine Business darf sich eben genau aus diesem Grund mehr online präsentieren, auch in kleinem Rahmen, ja. Es wird sich einspielen, dass jeder Geschäftsinhaber sich zeigt. Es wird sich einspielen, dass wir wissen wollen, eben mit wem haben wir es zu tun, weil wir jetzt lernen, mit diesen Online-Medien umzugehen und uns online kennenzulernen. Und auch das wird nicht mehr weggehen. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich spreche jetzt wirklich mal für Friseure, für Metzger, Autohändler, was fällt mir denn noch ein, was ich so kenne? Optiker, Ärzte, ja. All da ist noch so ein riesengroßes Potenzial drin, sich, sein Unternehmen, seine Vorstellung, seine Philosophie den Menschen vorzustellen und zugänglich zu machen, dass man auch wirklich in Zukunft schon vorher gucken kann, entspricht der mir, oder? Dass man wirklich die Transparenz, die wird sich erhöhen. Ja, es wird mit 100%iger Sicherheit, wird es für jedes Unternehmen, wird es notwendig sein, online zu gehen. Ja, also zum Beispiel, schauen wir mal ein Autohandel, ja. Jetzt bei uns in der Schweiz, Autohändler müssen auch schließen, dürfen nicht mehr arbeiten, gibt keine Probefahrten mehr und so weiter und so fort. Klar, wegen Distanzsperre. Was kann ein Autohändler jetzt machen? Ein Autohändler kann ganz alleine seinen Fuhrpark vorstellen. Der kann mit einem Handy sich selber vorstellen. Der kann mit einem Handy vorstellen, was er für Autos da hat. Der kann jeden Tag sich ein anderes Auto hernehmen oder zwei, drei vorstellen. Der kann jetzt die Zeit nutzen, online zu gehen. Der kann sagen, hey, das sind meine Autos, das ist mein Fuhrpark, ich begeistere mich dafür, hier schaut mal, wie schön und so weiter und so fort. Ja? Das kann ein Autohändler jetzt machen. Da kann er ganz alleine, kann er mit seinem Handy jetzt, wo er zuschließen muss, sich sein Unternehmen, seine Philosophie und seine Produkte vorstellen. Ja, und das kann wirklich jeder. Das kann jeder. Aber dazu musst du bereit sein, dass auch jeder dich sehen darf. Dazu musst du bereit sein und sagen, ja, ich identifiziere mich mit meinem Unternehmen. Ich liebe das, was ich tue. Ich stehe vollkommen dahinter. Und ich möchte gerne, dass alle Menschen
mich kennenlernen mit meinem Unternehmen, mit meinen Produkten zusammen. Und das kann jeder. Ja, es kann absolut jeder. Und jedes Business kann noch jetzt sich darauf vorbereiten, online präsent zu sein, online präsent zu werden und dann nachher seine Identität, seine Philosophie, seine Vision transparent zeigen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich keiner mehr davor irgendwie drücken kann, wenn er transparent, vertrauenswürdig, glaubhaft sein will. Weil wir Menschen wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und alle müssen raus aus ihren Verstecken. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es wird so, so einfach sein in Zukunft für uns irgendwie ein Dienstleister oder ein Anbieter oder ein Lehrer, ein Coach oder einen Arzt, ja, zu finden, der mit uns auf einer Wellenlänge schwebt, der uns sympathisch ist. Wir wollen uns sicher fühlen. Es ist so wichtig geworden, dass wir sichere Beziehungen zwischen Menschen haben und dass wir wissen, wofür steht dieser Mensch, mit dem ich was zu tun habe. Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit, nach all diesen Horror-Stories, die wir jetzt über uns ergehen lassen mussten, die wir gelernt haben, all das wird dazu führen, dass wir nach mehr Transparenz verlangen, dass wir die Leute, dass wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, denen wir Produkte verkaufen, dass wir die kennenlernen wollen. Und deswegen, egal, Friseur, sage ich jetzt mal, okay, Friseur, was ist so schwierig, als Friseurgeschäft Bilder von Frisuren zu zeigen, die du selber gemacht hast. Nicht irgendein ein Friseurkatalog und was weiß ich von L'Oreal und such dir deine Frisur aus. Nein, ich will wissen, was du Friseur für schöne Frisuren machen kannst. Ich will wissen, was deine Spezialität ist. Ich will wissen, was dir am Herzen liegt. Ich will wissen, ob du kurze Haare liebst. Ich will wissen, ob du lange Haare liebst. Ich will wissen, was deine Mitarbeiter lieben. Ich will wissen, was das Ambiente in deinem Friseurladen ist. Zeig's mir doch jetzt. Zeig's mir doch jetzt. Zeig mir dich. Erzähl mir etwas über deinen Friseurladen. Erzähl mir etwas über deine Metzgerei. Ich meine, ich brauche kein Fleisch, aber whatsoever. Und all das, was wir bis jetzt im Fernsehen immer angeguckt haben und wenn da mal eine Reportage kam, warum macht denn nicht jetzt jeder seine eigene Reportage über sich? Warum nehmt ihr jetzt nicht die Chance und präsentiert euch in eurem Sein? Jeder kann das machen. Ich schaue jetzt gerade mal, ob hat hier jemand eine Frage zum Beispiel? Für sein Business. Möchte jemand mal wissen, was könnte denn ich machen? Wie könnte ich jetzt meine Online-Zeit ausnutzen oder meine Offline-Zeit ausnutzen, um online zu gehen? Gib mir mal ein Beispiel für ein Business und ich sag dir meine Idee dazu. Ich meine, was haben wir denn noch? Irgendein Optikergeschäft, genau, was ein Optikergeschäft. Klar sind da die großen Optikerketten und so weiter. Die sind natürlich alle schon online unterwegs. Was machen denn kleinere Geschäfte? Kleinere Geschäfte können nur trumpfen über die Persönlichkeit des Inhabers, der Mitarbeiter. Über diesen persönlichen Kontakt ist das Einzige, was noch als Unterscheidungsmerkmal da ist. Und das gilt eben für jedes Business, ja. Der persönliche Kontakt unterscheidet dich, deine Persönlichkeit unterscheidet dich von deinen Mitbewerbern, ja. Es gibt alles schon mal und es gibt ganz, ganz viele, die das Gleiche anbieten. Aber warum sollte ich bei dir kaufen? Warum sollte ich mich von dir beraten lassen? Warum? Weil du
da bist, weil du präsent bist, weil du transparent bist, weil ich dich kennenlernen darf, weil ich sehen darf, wofür du stehst, weil ich sehen darf, was dir wichtig ist und weil ich dann entscheiden kann, ob du mir sympathisch bist oder nicht. Ist es nicht cool? Es gibt so, so viele Möglichkeiten, jetzt online einen Unterschied zu machen. Jetzt online mit jedem einzelnen Offline-Business einen Unterschied zu machen. Also, was haben wir denn noch? Es geht sogar auch für Angestellte, ja? Es geht auch für Angestellte in großen Unternehmen. Warum möchtest du nicht wissen, ein bisschen mehr wissen über die Leute, mit denen du zusammenarbeitest? Wir haben so, so viel Potenzial, aber das braucht halt eine Voraussetzung, dass wir aufhören, uns zu verstecken. Dass wir aufhören zu glauben, wir sind noch nicht gut genug, um rauszugehen, um über uns zu sprechen, um uns zu zeigen. Und dass wir aufhören, Angst zu haben vor Ablehnung. Und das sind Sachen, das braucht Persönlichkeitsentwicklung. Da musst du mit deiner Persönlichkeit okay sein, da musst du mit dir okay sein, da musst du mit deiner Selbstakzeptanz absolut okay sein, weil sonst machst du das nicht. Also gibt es in der nächsten Zeit wirklich zwei Aufgaben zu lösen. Und zwar werde okay mit dir, dass jeder dich sehen kann. Werde transparent mit dir, werde klar mit dir, dass du nichts mehr zu verstecken hast. Präsentiere dich und dein Business öffentlich. Und das andere ist natürlich, werde klar mit den technischen Herausforderungen. Lerne, wie es geht. Lerne, mit diesen Sachen umzugehen. Lerne, auf Facebook zu streamen. Lerne, was die einfachste Möglichkeit ist. Ich habe jetzt zum Beispiel hier meinen Zoom-Account geöffnet. Warum habe ich das gemacht? Weil ich dann einfach in meinen Gruppen das teilen kann. Und weil ich gleichzeitig eine Aufnahme laufen lasse, wo ich dieses Video nachher noch bearbeiten kann oder den Anfang abschneiden oder mein Logo dazu tun kann. Und das tue ich dann nachher auf meinem YouTube-Kanal. Ja? Weil es ist einfach. Es ist ganz, ganz einfach. Und weil es für mich einfach wirklich diese Zukunft ist und dass, wenn ich Leute erreichen möchte mit meiner Arbeit, mit meinem Sein, mit dem, was ich gut kann, mit dem, was ich anbieten kann, mit dem, was ich die Leute unterstützen kann, dann muss ich den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie mich kennenlernen. Und das muss jeder von euch. Das muss jeder von euch, wenn du dein Business oder dein zukünftiges Business oder du und dein Business in Zukunft führen möchtest, dann kannst du niemand sein, der Angst hat, sich zu zeigen, der Angst hat, ein Video von sich zu veröffentlichen, der Angst hat, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Weil es wird keiner mehr zu dir nach Hause gehen und dich da rausziehen. Und es werden auch nicht wahnsinnig viele Leute noch bereit sein, irgendwelche vielen großen Kilometer zurückzunehmen, um irgendwelche Connections zu machen. Sondern das geht online. Und wenn du das hörst, dann mach dich wirklich bereit. Bereite dich drauf vor. Lerne die Technik und lerne den Mindset, lerne die Überzeugung, dieses Wissen über dich, dass du jemand bist, der sich jedenfalls zeigen kann, jeden Moment. Ja, und nur dann, wenn du sagst der Menschheit, was du tust, was du machst, wofür du Experte bist, wenn das die Leute dein Facebook-Profil oder dein Instagram anschauen können und dich in 5 Minuten kennengelernt haben, zumindest so viel, dass sie entscheiden können, ja, ist mir sympathisch, möchte ich mehr drüber wissen oder nee, ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Und dazu brauchst du nicht jetzt per se ein Online-Business, sondern es geht darum, dass du das, was du bist, was du machst, was du tust, jetzt online bereit bist, der Menschheit zu zeigen.
Genau. Also, habt ihr noch irgendeine Frage oder sowas? Weil es gibt wirklich kein Business, was nicht davon profitiert. Also jedes Business, ein Architekt, ja? Oder weiß ich jetzt gerade gar nicht, fällt mir jetzt nicht groß was noch ein, was jetzt einfach noch so offline ist. Aber wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben alle unser Handy. Unser Handy macht so gute Fotos. Unser Handy macht so gute Videos. Aber wie gehe ich da hier um? Wo kann ich das posten? Wie kann ich das posten? Wie kriege ich das auf die Reihe? Das solltest du lernen, das solltest du wissen und du solltest auch wissen, dass du nicht so viel Zeit damit verschwenden sollst, sondern dass es schnell gehen kann. Ja, noch eine Frage, Beispiel von dem Business. Ah ja, genau. Wenn du Übersetzerin bist, ja, wenn du tolle Übersetzungen machst, wenn du dich damit identifizierst, dass das dein Business ist, dann solltest du den Menschen erzählen, was du tust. Und dann solltest du den Menschen erzählen, warum du es tust, warum du es gerne tust, warum du begeistert bist von dem, was du tust. Und da gibt es, die wenigsten sind noch bereit, da wirklich rauszugehen und die wenigsten sind noch wirklich bereit, sich da zu präsentieren, weil sie irgendwie sagen, ja, wie kommt es an, was denken die Leute? Und das ist etwas, was du niemals denken darfst, weil du weißt es sowieso nicht. Und du kannst es auch übrigens nicht beeinflussen, weil jeder seine eigene Brille aufsetzt. Also wenn du jetzt für dich sagst, ja, wow, die hat eigentlich recht und ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich möchte es gerne wissen, kannst du dich immer noch anmelden für meinen Online-Kurs. Da kriegst du genau solche Ideen und ich zeige dir gleichzeitig, wie du das technisch umsetzt. Du wirst mit mir zusammen erarbeiten, wie du dein Business online kommunizieren kannst, wie du mit Leuten online kommunizieren kannst und wie du dieses Standing innerlich kriegst, dass du sagst, ja, wow, klar, jeder darf mich kennenlernen. Ich will, dass die Menschen mich kennenlernen. Ich will mich öffnen. Ich will, dass die Welt für mich offen ist. Dann melde dich bei mir, melde dich an. Den Link findest du auf meiner Business-Seite oder ich poste ihn auch noch unter dieses Video. Und ich gebe dir nur einen Ratschlag: Komm raus aus deinem Versteck und zeig dich, zeig, wie toll du bist, zeig, was du tust, zeig, was du in die Welt bringst, was dein Business ist. Zeig dich, lass den Menschen die Möglichkeit, gib den Menschen die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Also, ich hoffe, ich habe euch noch ein bisschen inspiriert und ihr fangt jetzt hier ein bisschen an die Zukunft zu denken und eure Zukunft jetzt schon zu kreieren und euch darauf vorzubereiten. Das ist das Wichtigste und das Beste, was wir jetzt tun können. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss.